Ja, mein Schatz. Ich verreise. Glaub mir doch. Nein, nein, ohne feste Adresse. Du errätst es ja doch nicht. Nicht immer ärgern, das macht nur Falten. Tschüss. Ich liebe die Welt und mach vor ihr die Augen nicht zu. Da ist alles, da bin ich, da bist du. Da gibt es Stunden voll Glück und Kummer ab und zu. Da ist Sehnsucht und Liebe, da bin ich, da bist du. Ich liebe die Welt, die ich in deinen Augen heute seh. Verliebt sein, Verlangen und Vertrauen, da gibt es Träume. Dagmar? Nein, nein, ich bin nicht krank. Ich will mich nur für ein Weilchen aus dem Verkehr ziehen. Nein, selbst du erfährst nicht, wohin. Keine Bars, keine Flirts, keine Strände. Nein. Ob's das gibt? Aber natürlich gibt's das. Tschüss. Vorbeigekommen und da dachte ich, ich schau mal zu dir rauf. Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber sollen die doch in der Firma warten. Ich hoffe doch, dass es Sonntag bei unserer Verabredung bleibt. Ich fürchte, nein. Wieso denn? Du wolltest doch mit mir... Schatz, ich verreise. Wohin denn? Wieso? Pass auf, ich werde es dir erklären. Das ist eine geschäftliche Sache, ganz plötzlich und ziemlich geheim. Wann kommst du wieder? Rufst du mich an? Ja, ja, das heißt, besser du rufst mich an. Ja, wenn ich zurück bin, holen wir alles nach. Schau, Norbert, tschüss. Bis dann. Wiedersehen. Hier spricht die Trinkerheilanstalt. Ach so, Bernie, du bist... Ich muss dich sprechen. Ja, wegen Anita. Ja, ja, sie ist gerade unten im Atelier. Das alte Problem? Aber es muss sich doch ein Weg finden lassen. Ihr seid doch schon so... Anita ist mit ihren Kameras verheiratet und nicht mit mir. Ja, ja, ich habe versucht, mich mit ihr auszusprechen. Aber sie hatte nie Zeit. Unsere ganze Ehe richtet sich nach ihrem Terminkalender. Jetzt packt sie gerade wieder ihre Kameras zusammen und fliegt in ein paar Minuten nach Paris. Ja, ja, ist okay. Heute Abend im Bistro. Gut, ich bin da. Tschüss. Das Taxi ist da! Das Taxi ist da! Ja, ich bin schon fertig. Ja, gerne. Ach, es ist wieder eine Hetzerei. Also tschüss, Bernie. Morgen Abend bin ich wieder da, ja? 20 Minuten zum Flugplatz reicht gerade noch. Das sehe ich ja alles ein, aber wichtig ist doch, du liebst Anita. Ja, sicher. Aber so geht das mit unserer Ehe einfach nicht weiter.
Am liebsten würde ich abhauen, irgendwo untertauchen, wo man allein sein kann und um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Könntest du denn Urlaub machen? Ja, sicher, natürlich. Ein paar Tage immer. Na, dann komm doch einfach mit mir. Ich habe da ein tolles Haus gehabt in der Heide von irgendeiner Tante mütterlicherseits. Ich bin noch nie dort gewesen. Morgen will ich hinfahren, endlich mal Urlaub von dem verdammten Computer machen. Mensch, da komme ich ja mit. Abgemacht? Abgemacht. Meine Flasche Whisky. Kommt sofort. Guten Abend. Guten Abend. So, so. Was ist denn mit dir los? Was ist dem Herrn Tiefbauingenieur eine Planierraube über die Leber gefahren? Ah. Also als fröhlichen Werktätigen kann man dich wirklich nicht bezeichnen. Hört mich an. Dann hört mal, was los ist. Ich habe mit Ingrid Schluss gemacht. Ich war das fünfte Rad am Wagen. Gestern donnert mir einer an meinen Wagen rein. Eine kleine Sache, 4 Wochen Reparatur. Und heute kündige ich mir meine Wirtin. Ich habe auch schon eine neue Bude, da kann ich aber erst in 3 Wochen rein. Und die Vorstellung, so lange bei dem alten Drachen zu bleiben, oh je, oh je. Hör zu, Bernd und ich machen zusammen Urlaub in der Heide. Ich habe dort ein Haus gehabt. Kannst du dir Norbert ohne Mädchen vorstellen? Wetten, ich komme auch ohne aus. Natur und Romantik, einfaches Leben, Ruhe und Beschaulichkeit. Könnte ich doch mitkommen. Natürlich, 3 sind in Deutschland ein Verein. Der Club der Enthaltsamen. Jedenfalls schwören und geloben wir, Urlaub zu machen. Und zwar ohne Weibergeschichten. Um jeden Rock am Horizont wird ein Bogen gemacht. Ist das klar? So sei es. Und wer den Schwur bricht, Freunde, kriegt eine Glatze geschoren. Wann geht's los? Morgen früh. Ich krieg meinen Wagen aber erst in ein paar Wochen wieder. Das macht nichts. Lassen wir die Benzinkutschen hier und fangen gleich mit der Romantik an. Hört dich auf mit deiner Scheißqualmerei, du verpestest noch die ganze gute Landluft. Ich muss meine Nerven beruhigen, um die Luft besser genießen zu können. Na, ach, in der Heide ist das Rauchen sowieso verboten. Verboten, dann rauche ich in der Heide eben nicht. Ja, und wenn, dann nur Heidekraut. Meine Unverschämtheit. Ex und hopp. Wo nicht geraucht werden soll, wird auch nicht getrunken. Jetzt begießt er die Heide. Ich hab... Wenn schon Verzicht, dann total. Zu einer Tugend noch 2 dazu. Das ist der wahre Weg zu innerer Verendung, Selbstaufgabe und Askese. Was für ein Käse? Wo man hinschaut, nichts als Gegen. Verzeihung, dürfte ich bitte nur den Wirtschaftsteil? Ja. Wieso, suchen Sie vielleicht eine Kneipe? Nein, das nicht. Jedoch so ganz verkehrt ist das auch wieder nicht. Nicht Kneipe, sondern Kneipkur treibt mich in diese idyllischen Gefilde. Zu Dr. Felden. Ja? Felden. Übrigens das erste Mal ganz ohne Auto und Chauffeur. Benzinkutschen sind in unserem Naturschutzpark verboten. Wir halten uns immer noch an die guten alten Hafermotoren. Nur Pferde? Pferde und Schafe. Und ein paar Rindviecher. Hey. Oh, entschuldigen Sie, es tut mir ehrlich leid. Mir auch, dass Sie schon aussteigen. Verzeihung, darf ich mal, ja? Danke. Um jedes schöne Kind einen weiten Bogen, hm? Man wird deiner Dame noch helfen dürfen, oder? Solange nicht unser Schwur dabei in die Binsen geht. Ja, natürlich, selbstverständlich. Bitte können Sie mir sagen, wie weit ist es von der nächsten Station zum Nonnengrund? Ja, hätten Sie mich vorher gefragt, da wären Sie in Handorf ausgestiegen. Von da aus ist der Weg bedeutend kürzer. Wir sind zu weit gefahren. Mir wird ganz schwach. Ich muss mich festhalten. Meine Knie werden wach. Hängt und links hier raus. Jemand hat die Notbremse gezogen. Hey, ihr da, hier geblieben. Das ist gegen die Vorschrift. Stehen bleiben, ihr Gammler. Sowas ist verboten. Schaffner, Schaffner! Bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Brüderlein,
entstehen sauer, ausgetrunken will es sein. Bester Schatz, du weißt es ja. Hört mal, was sind wir denn wirklich auf dem richtigen Weg? Ja, sicher, hier muss es doch irgendwo lang gehen. Fragen wir doch den da. Ach ja, hallo, Herr Halsschluckenrat. Wir sind drei müde Wandermönche und möchten gern zum Nonnengrund. Hab ich bis eben nichts gegen. Ja, das ist ja sehr nett. Aber ist es auch der kürzeste Weg? Wo geht's denn hier lang? Da lang? Da lang oder da? Nonnengrund ist da, aber wie soll ich euch das erklären? Kommt doch mal mit zu meiner Landkarte. Wo hat er denn die versteckt? Komm schon, halt doch still. Seht ihr, Nonnengrund ist hier und wir sind hier. Nun müssen wir ganz geradeaus bis zu der Kreuzung mit den drei Birken. Dann gehen wir nach rechts und kommen zum Innengrund. Und dann kommt der Nonnengrund. Nonnengrund, danke. Ach, wenn ich was fragen darf, was wollt ihr denn eigentlich im Nonnengrund? Ferien machen. Ferien? Jawohl. Na, dann viel Vergnügen, meine Herren Mönche. Schönen Dank. Danke. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, der hat das so komisch gesagt. Merkt ihr das? Ein Schäfer, der was auf sich hält, ist wortkarg und mümmelt dauernd vor sich hin. Hm. Wenn er dann aber was sagt, dann mümmelt er es ehrlich. Aha. Ja. Los, nicht quatschen, wandern. Ei, du hübsche, ei, du feine, ei, du bild wie Milch und Blut. Unsere Herzen wollen wir tauschen, denn du glaubst nicht, wie das tut. Bester Schatz, du weißt es ja. Da, das Haus! Toll! Nichts wie hin. Ich mag diese roten Backsteinhäuser mit ihren kleinen Fenstern und drunter gezogenen Dächern. Wir werden in einem kleinen, verwilderten Gärtchen sitzen, dem Summen der Bienen lauschen und uns in den Schoß der Mutter Natur kuscheln. An den Busen der Natur. Nein, kein Busen, der ist ja weiblich. Dann hör auf damit. Mein Haus im Nonnengrund. Na, wenn ihr mich fragt, ein Häuschen habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Na ja, diese Häuser sind auch mehr für Herbst und Winter gebaut. Ohne Kamin? Na, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Muss ja nicht unbedingt roter Backstein sein. Ja. Oh, die Fenster haben sie wohl vergessen. Die sind vermutlich auch auf der anderen Seite. Na, hoffentlich. Sondern ein Stall. Was machen wir jetzt? Das Beste draus. Ich mach zum Beispiel das Abendessen und ihr das Nachtlager, ja? Also, Bernie, auf ins einfache Leben. Da ist Stroh. Das Nachtlager kommt dahin. Da hinten sitzt du sehr. Die Balken da müssen weg, los. Bernie, Arbeit adelt. Jawohl, Graf Norbert. Spitzboy, was? So ein Scheiß. So, aber jetzt geht's los. Oh! Irgendwas machen wir falsch. Ja, wir müssen jetzt mit System vorgehen. Ja. Wir machen jetzt alles gleichzeitig. Ja? Machen wir. Also, eins. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Jetzt klappt die ganze Angel. Oh, verdammt! Muss ich jedenfalls sagen, hier draußen der schönen Natur wird man ja schon vom Hingucken gesund, wenn man dann noch anfängt zu atmen. Hier sind wir schon. Dann verschlägt es einem förmlich denselben. Was macht's denn? Nichts. Das ist ein Naturtaxi mit Inbegriff. Das soll ein Sanatorium sein? Das ist keine Kur, das ist eine Tortur. Arbeit ist ein Teil meiner Heilmethode, sagt Dr. Felten immer. Und ohne Fleiß keinen Preis. Fleiß auch noch, die Preise reichen hier schon. Das kann man wohl sagen. Dafür kriegt meine Putze 10 Mark die Stunde und ich kann nicht mal ein halbes Schnitzel dafür bekommen. Vielen Dank, Sie lieben es wirklich. Am besten, Sie lassen das Gepäck hier stehen, es wird gleich abgeholt. Aha. So, Herr Dr. Felten, ist es dem Gang die zweite Tür rechts, gell? Wiedersehen. Schon gut, mein Kind, schon gut. Im
unten, die Lampe ist ganz schön bekleckert. Mensch, Neuer, du, der ist für uns. Aha. Der dritte Mann. Na, nicht zum Skat, zum Gemüseputzen. Oh, der wird sich ganz schön wundern. Hey, du. Bitte? Hast du schon mal Blumenkohl geputzt? Oder Möhren. Spinat ist am schlimmsten. Weder noch. Ich bin wegen meiner Nieren hier. Nieren kommen zuerst immer ins Spülwasser. Ich bin Dr. Felten. Herzlich willkommen im Haus Waldfrieden, mein lieber Traugott Maria Adalbert. Ich bin Generaldirektor Högen. Weiß ich. Zwei überstandene Infarkte, Störung des vegetativen Nervensystems und in den Nieren hast du einen ganzen Steinbruch. So kann man es auch nennen. Übrigens, wir sagen ja alle du zueinander. Du, so. Bitteschön. Das lockert die Atmosphäre, das fördert den Kontakt und eine gewisse Brüderlichkeit, die die Härte der Kur besser ertragen hilft. Ja, ja. Ich würde sagen Abwasch. Wen? Die Nieren? In der Küche. Du machst dir bei uns den Abwasch, denn Arbeit ist ein Teil meiner Therapie und ich würde sagen, am besten fängst du gleich mal an. Es wird dir bei uns gefallen. Abwasch. Guten Tag. Fräulein Urso, na. Bezaubernd. Entzückend. Entschuldige, so fahre ich jetzt. Hallo, guten Tag. Wo waren Sie denn, Fräulein Ursula? Wir haben Sie schon vermisst. Ich war in der Stadt und habe Gurte für die Rüttelmassage gekauft und Expande. Mensch, ist das klasse. Ein richtiges Halbschnuckelessen, was? Ihr sagt immer, ich bin verfressen. Wenn ich die Sachen hier nicht mitgebracht hätte, müssten wir jetzt Kohldampf schieben und würden unseren Magen knurren hören. Möps, du bist der Größte, wir danken dir. So, dafür habe ich ja wohl ein Schlückchen verdient, was? Hey, komm gar nicht in Frage, denk an unsere Schwur. Hey, dafür gibt's Wasser. Was? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. So. Hinein! Ach, immer diese Idioten aus der Stadt. Komm einfach hier und machen Feuer. In der Heide darf man kein Feuer machen. Merkt euch das, die Spätpfadfinder. So, das wär's. Tschüss. Ihr macht Sachen. Also, das war bestimmt keine Nonne. Ganz bestimmt nicht. Habt ihr sowas von beiden schon mal gesehen? Sag mal, hast du etwa die Abmachung vergessen? Er meint das Pferd und nicht das Mädchen. Natürlich das Pferd. Ein tolles Pferd. In das könnte ich mich doch glatt verlieben. Und er hat überhaupt nichts hinterlassen? Wohin und wie lange? Nichts. Die Koffer gepackt und weg war er. Also ich meine... Ich möchte jetzt wirklich allein sein. Bis morgen, Frau Waldhauer. Ja. Ich liebe dich doch. Ein heißes Bad. Das ist Luxus. Und Luxus ist ein Luxus, den wir uns hier nicht leisten können. Gelobt sei, was hart macht. Auf ein paar Stoppeln, mehr oder weniger, kommst du ja doch auch nicht mehr an. Ich trage wieder Kind, das ist heute selten. Richtig, vielleicht kommt doch mal ein Nönnchen vorbei. Ja? Den Spiegel bitte. Was riecht denn hier so aufdringlich? Das kann auch nicht die grüne Heide sein. Hey, guck doch mal, was unser Bernie tut. Was tut denn unser Bernilein? Ja. Parfümiert sich für uns beide. Norbert, was sagst du denn dazu? Denn sonst ist ja keiner da. Doch, doch, ich. Och, daran könnte ich mich gewöhnen. Aber genauer gesagt, ich würde jetzt lieber einen Kaffee schnuppern. Sehr heiß und sehr schwarz. Ich habe nur Kamillentee. Aber wie kocht der Menschentee? Ohne Kessel und Tassen, ne? Richtig, wir müssen noch eine Menge einkaufen. Noch mehr Decken, Kerzen und Kochgeschirr. Und ein Fläschchen Schnaps. Abgelehnt. Doch nicht als Genussmittel. Einräumen und so. Tassen, Teller, Bestecke. Und vielleicht ein paar Zigaretten. Ich will ja gar nicht rauchen. Macht mich bloß nervös, wenn ich keine habe. Abgelehnt. Wer geht einkaufen? Wir ziehen Hölzchen. Gleiche Chance, ne? Ja, gut. Nun mach doch schon. Aha, das ist gerecht. Du sagst es. Das muss ja so kommen. Himmel, Arsch und... Jetzt nicht noch Zwirn sagen. Das beleidigt meine Ohren. Verlauf dich nicht, du Schlossbesitzer. Mist.
Hallo, ich möchte um eine Auskunft bitten. Ich suche nämlich ein Mädchen. Sie muss hier in der Gegend wohnen. Sie ist blond, ganz schlanke Figuren, hat eine Stupsnase. Bin ihr gestern tut im Zug. Mir leid, ich bin nur für Schafe zuständig und nicht für Schäfchen auf zwei Beinen. Plötzlich war sie da. Wer? Gestern die berittene Nonne. Die schönste Feuerwehr, der ich je begegnet bin. Sie hat gelöscht, aber ich stehe immer noch in Flammen. Es brennt und brennt. Man müsste rauskriegen, wer sie ist und wo sie wohnt. Also, Opa, ich lass mir von deinen Bienen nicht länger die Pferde scheu machen. Was für Sachen? Ich sprach von deinen Bienen. Bienen und Pferde zusammen, das geht nicht. Aha, was dreht sich? Oh, Opa, du hörst ganz gut. Und du verstehst mich auch ganz genau. Du willst nur nicht hören. Seitdem du hier das Regiment übernommen hast, da gehorche ich nur noch. Na ja, Ordnung muss sein. Ja, ja, natürlich. Guten Morgen. Morgen. Sag mal, Opa, hast du eigentlich gestern die Salbe mitgebracht? Die Salbe? Ja, ja, die Salbe. Also, Opa, das sieht dir doch ähnlich. Die Salbe vergisst du. Aber an deinen Tabak, da denkst du dran. Ich gönn ja jedem sein Vergnügen. Aber dir hat der Arzt das verboten. Komm her damit. Komm, komm, komm. Der einzige Grund, warum Opa seine Bienen nicht aufgibt, ist doch, weil er da rauchen muss. Siehst du, für meine Bienen bringe ich jedes Opfer. Oh, dass ich nicht lache. Da waren doch gestern drei so Typen aus der Stadt im Nonnengrund. Die haben auf Heideboden Feuer gemacht. Das waren die aus dem Zug. Die wollten zum Nonnengrund. Die haben die Notbremse gezogen und sind auf freier Strecke ausgestiegen. Schöne Bekannte hast du, muss ich sagen. Legen Feuer, ziehen die Notbremse. Wer weiß, was die noch alles anstellen. Kennen Sie ein Mädchen hier? Sie hat blonde Haare, eine Stupsnase und eine zierliche Figur. Das könnte eigentlich nur Hanna sein. Ja, Hanna Engelmann. Ihre Mutter hat eine Pferdezucht. Aha. Die wohnen am Ortsausgang nach Wilsede. Aha. Das vorletzte Haus auf der linken Seite. Ja. Sagen Sie, kann ich meine Sachen hier bei Ihnen stehen lassen? Ja, sicher. Ich hole sie dann gleich wieder ab. Ja. Du, es ist jemand da. Wer ist das? Wo? Da. Ja, den kenne ich. Nein, das tut mir leid, die kenne ich nicht. Und meine Tochter Hanna ist gestern jedenfalls nicht mit dem Zug gefahren. Hallo. Wir sind doch gestern im selben Abteil gewesen. Wie fühlt man sich denn im Nonnengrund? Ausgezeichnet. Der Herr sucht ein Mädchen. Ja, das tun viele. Meinen Sie die aus dem Zug oder die von gestern Abend? Die aus dem Zug. Ja, hübsches Mädchen. Bloß, ich kenne sie nicht. Ja, wenn ich das dann richtig verstehe, dann war das Mädchen von gestern Abend Ihre Tochter. Ja, ja. Ja, meine Enkelin, die Ihnen da das Wasser ins Feuer gekippt hat. Ja, und geschimpft wie ein Rohrspann. Ja, ja, Feuer auf der Heide, das ist aber auch gefährlich. Das frisst sich in die Tiefe und bricht unversehens woanders wieder auf. Oh, da haben wir uns wirklich blöd benommen. Bitte um Entschuldigung. Vielleicht sagen Sie das auch Ihrer Tochter Hanna. Die hätten Sie lieber allein gesagt, nicht? Wiedersehen. Wiedersehen. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, dass Sie Ihr Mädchen doch noch finden. Dankeschön. Ich heiße Stefan. Und du? Norbert. Ich mache hier Ferien, bin aus Bayern. Willst du mal mein Pony sehen? Keine Zeit, kleiner Mann. Meine Freunde warten. Und bin ich nicht auch dein Freund? Doch, du kommst mich mal besuchen. Eure Hanna weiß, wo ich wohne. Na, was sagst du? Suchst du was? Spuren. Sie muss doch Spuren hinterlassen haben. Du Spinner, spiel ja doch nicht den Heide-Winnetou. Du und Spuren lesen. Es gibt nur ein brauchbares Mittel, sie wieder herzubringen. Pass mal auf. Willst du Feuer machen? Kluges Köpfchen, was wärst du ohne mich? Sie ist wegen des Feuers gekommen, also mach mal wieder ein Feuerchen. Hanna, wart mal. Jemand hier, der hat sich nach dir erkundigt. Nach mir? So ein Netter, mit schwarzen Haaren. Ach, und was hat er gewollt? Ich glaube, dem hast du gestern das Feuer ausgemacht, nicht? Ach, und der war hier. Norbert heißt der. Und was machen wir, wenn sie wirklich kommt? Ich meine, wie bringen wir es Norbert bei? Och, da wird mir schon was einfallen. Das Feuer ist gegen die Mücken oder sowas. Mann, der schleppt ja. Na, ihr faulen Säcke.
Mensch, Norbert! Mann, du hast ja ein ganzes Warenhaus leer gekauft. Wenn wir dich und deinen Stall nicht hätten. Liegen wir jetzt vermutlich in Mallorca in der Kneipe rum. Ach, wir liegen noch besoffen im Bett. Es lebe Norbert und unsere guten Vorsätze. Und die Decken und das Kochgeschirr. Und unser schöner Stall. Wenn ihr euren Jubel mal unterbrechen könntet, warum brennt hier ein Feuer? Ja, warum? Möps meinte... Was? Ich meinte, du meintest. Mhm, dass man Mäuse mit Speck fängt. Und das Mädchen von gestern Abend mit einem kleinen Feuer. Nicht die Spur. Wir dachten, du bist hungrig und willst dir ein Süppchen kochen. Da! Da ist sie. Tatsächlich. Wie geplant, nicht wahr? Ja. Hey! Hey! Wo willst du hin? Ein Eimer Wasser holen, du Trottel. Ach, Moment mal! So, wer von euch ist Norbert? Der da. Ja, ich, aber wieso? Also, du warst auf unserem Hof und wolltest... Ich wollte... Ich meine, wegen gestern. Ich war unvernünftig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich wusste nicht, dass meine Freunde dasselbe vorhatten. Na schön, ich tue es, als ob ich es glaube. Aber ihr verlegt die Feuerstelle von der Heide unbedingt hierher und legt die Steine außen rum, die dort liegen. Ja? Also los, meine Herren. Na, Dalli, na los, Dalli. Kommt schon, ihr Brandstifter. Los, 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 los. Hierher. Denk daran, keine Flirts, du Verräter. Ich wollte mich doch nur bei ihr entschuldigen, genau wie ihr. Du hast es nötig. Spielt sie am Nonnengrund die Mutter Oberin. Denk dran, keine Mädchen. Habt ihr was gegen Mädchen? Aber nein, wieso denn? Ach so. Ja, wir haben da eine Abmachung. Wir haben uns was vorgenommen. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Dieser Urlaub, der soll mal ganz anders werden als sonst. Ja. Aha, die drei Mönche im Nonnengrund. Ja, ja, genau. Genau. Viel wichtiger, ich rauche nicht mehr. Und ich trinke schon nicht mehr. Nicht zu fassen. Und alle drei wollen also nichts mehr von Mädchen wissen. Also so etwas muss einem erstmal einfallen. Unsere Heide hat da ziemlich eigene Gesetze. Na, wir werden ja sehen. Man braucht doch bloß mit dem kleinen Finger zu schnipsen und schon sind alle guten Vorsätze. Bis bald! Die hat uns ja ganz schön die Meinung gegeigt. Was soll's? Wir haben Abmachungen und versuchen uns daran zu halten. Die Wahrheit sieht leider ganz anders aus. Seien wir doch ehrlich. Jeder von uns hat versucht, sich auf seine Art um die Abmachung zu drücken. Meine Meinung ist, entweder wir nehmen es ernst oder wir geben gleich auf. Naja, wir fangen ja auch gerade erst damit an. Aber so von heute auf morgen auf alles verzichten, sogar auf ein Bett? Wir können ja Betten bauen. Holz ist da. Hammer, Nägel und Säge habe ich da hinten in der Ecke gefunden. Endlich ein vernünftiger Vorschlag. Aber das ist die Rettung. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Hört mal, das ist zu lahm, wir müssen was Flotteres singen. So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage in Saus und Braus. So, das Schlafzimmer hätten wir. Und hier die Wohnhalle mit offenem Kamin. Und zur Einweihung zünden wir das Dach an. Alter Brandstifter. Und das Spielzimmer, denk an das Kindermann. Ja, das kommt dorthin in die Ecke und zwar mit allen Schikanen. Ja. Und hier das Gästezimmer. Genau. Ja, und wo ist das Klo? Das Klo? Draußen, im Wald und auf der Heide. Soll mal einer sagen, dass wir nicht tüchtig sind, wa? Tüchtig macht hungrig. Höps, was ist auf der Speisekarte? Aha. Ihr könnt wählen. Erbswurst aller Nonnengrund, Erbswurst aller Heide oder Erbswurst aller Wandermönche. Was kannst du empfehlen? Dass endlich einer mal losgeht und Butter, Wurst, Käse und Eier besorgt. Aha. Ich war schon dran. Jetzt geben wir einer von euch zwei. Nicht doch, Freunde. Lasst doch wieder die bewährten kleinen Hölzchen entscheiden. Also gut, von mir aus. Schon wieder das Kleinste? So eine verdammte Norbert! Schande. Bitte. Wenn der jetzt Hannah trifft. Dann lässt das Mehl ihn abblitzen wie nichts. Vielleicht wollen Sie eine Ente kaufen, kostet 20 Mark. Ja, Moment, das mache ich. Dann werde ich Sie schlachten, rupfen und ausmähen. Nein, nein, Moment mal, das mache ich selber. Na, ganz wie Sie wollen. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, guten Morgen. Guten Morgen. Da, was ist denn? Haben Sie das geheimnisvolle Mädchen aus dem Zug gefunden? Eben nicht. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Oh, mal bloß nicht die Hoffnung verlieren. Ente gut, alles gut. Ja, auf Wiedersehen. Als ich gestern einsam ging auf der grünen, grünen Heid, kam mein junger Jäger
Landesmann trug ein grünes, grünes Kleid. Ja, grün ist die Heide ist grün, aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühen, aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühen. Wo die grünen Tannen stehen, ist so weich das grüne Moos, und da hat sie ihn geküsst, und sie saß auf seinem Schoß. Ja, grün ist die Heide, die Heide ist grün, aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühen, aber rot sind die Rosen. Was die grüne Heide weiß, geht die Mutter gar nichts an. Niemand weiß es außer mir und dem grünen Jägersmann. Ja, grün ist die Heide, die Heide ist grün. Das ist aber eine Überraschung. Ja, Hans, im Glück trifft die Gänse Liesel. Nur, dass die Gans eine Ente ist und ich Norbert heiße. Und ich nicht Liesel, sondern Ursula. Na, damit wäre zwischen uns wohl alles klar. Ah, Sie möchten gern wissen, was ein Mädchen von heute an einem Tag wie diesen mitten in der Heide allein macht. Erraten. Erst möchte ich gern wissen, was ich von einem Mann halten soll, der singt, mit einer Ente durch die Heide zieht. Vielleicht ist er verrückt oder ein wenig altmodisch. Und was sind Sie wirklich? Beides. Ich bin verrückt genug, die Heide zu lieben, und auch noch so altmodisch, das zuzugeben. Eigentlich sehr hübsch gesagt. Es gefällt mir, weil es mir auch so geht. Hier kann man seine Seele ganz schön baumeln lassen. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Immerhin haben wir uns beide ja eben erst richtig kennengelernt. Ja, und ich wünschte, es wäre schon früher passiert. Aber das gibt's. Man sieht sich und versteht sich sofort. Wahrscheinlich Liebe auf den ersten Blick. Gegen so viel Liebe ist kein Heidekraut gewachsen. Sie wissen's, ich weiß es, wir wissen's. Also, wann sehen wir uns? Und wenn ich Nein sage? Vielleicht lügen Sie. Ich schätze den Zufall. Überlassen wir es ihm. Tschüss, Hans, im Glück. Ja, aber Moment, können wir uns nicht... Warten Sie doch einen Augenblick. Hören Sie! Oh, schon, laufen Sie doch nicht gleich weg! Warten Sie! Ach, von wegen Ente gut. Gar nicht gut. Weg ist sie. Daran bist du schuld, dafür kommst du in die Pfanne. Da kommt Norbert. Jetzt gibt's was zu futtern. Mensch, eine Gans! Quatsch, das ist doch eine Ente! Wie heißt sie denn? Oh, das gibt aber einen leckeren Braten. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob es ein Männchen oder so ein Weibchen ist. Zeig doch mal her. Ja. Na, eindeutig ein Weibchen. Ist gegen unsere Abmachung. Wie wollen wir es überhaupt nennen? Eulalia. So ein Prachtstück kann nur Eulalia heißen. Eulalia! Oh, endlich ein Weib im Haus. Es gibt heute Abend Quetschkartoffeln mit Semmelbröseln. Und? Hinterher Kressebällchen. Und jeder Gedanke an Fleisch ist verboten, sagt Dr. Felten. Quetschkartoffeln, ganz schön, aber womit quetschen? Benutzt man für diese Dinge nicht einen Fleischwolf? Quatsch! Quetschen! Fleischwolf ist es nicht.
Seewolf aber auch nicht. Seltsam, was alles in die Presse kommt. Hm. So ein Quatsch. Augenblick mal. Tja, Ursula, wo haben Sie denn gesteckt? Ich habe Sie schon überall gesucht. Ich habe doch heute meinen freien Tag, Herr Doktor. Ja, eben, den wollte ich mit Ihnen verbringen. Wollte nämlich auch in die Stadt. Ich war aber in der Heide. In der Heide? Zu viel Löns gelesen, was? Ich bin verrückt genug, die Heide zu lieben und so altmodisch es zuzugeben. Es ist jedenfalls ein irre schöner Tag gewesen, den ich mir nicht verderben lassen möchte. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie sollen mich massieren und nicht foltern. Dr. Felton weiß, was Ihnen gut tut. Woraus besteht diese Maske? Das Geheimnis von Dr. Felton. Ah ja. ...811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 18, 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 ...18, 18, 18, 18, 18, 18, ...18, 18, 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
Schläfst du nicht? Ich kann nicht schlafen. Probleme? Ja. Anita. Ich habe ganz einfach Sehnsucht nach ihr. Dass ich weggefahren bin, ist schon richtig gewesen, aber wenn ich den ersten Schritt mache, fängt der alte Trott wieder an. Anna. So, jetzt noch sowas wie eine Kurbel dran und der Spieß ist fertig. Aha. Und wer schlachtet jetzt das Prachtstück, Eulalia? Ich denke Möps. Der ist auf dem Lande groß geworden. Deswegen bin ich noch lange kein Mörder. Ich bin noch kein Blaubart. Und was ist mit dir? Ich könnte sie allenfalls schmerzlos vergiften oder warten, bis sie an Altersschwäche stirbt. Aber töten kann ich nicht. Du vielleicht? Aha, ihr drückt euch also. Und jetzt soll ich das machen. Eulalia, es muss sein. Ich kann das auch nicht. Ich rufe den Notstand aus. Ich finde, wir sollten uns Mut antrinken. Hier. Du hast doch bestimmt schon heimlich gesoffen. Wir haben uns doch hoch und heilig geschworen. Jeder nur einen Schluck. Ja. Dann wird abgestimmt, wer von uns das tun muss. Halt, halt. Einen Schluck hast du gesagt. Gib doch mal her. Jetzt bin ich aber dran. Da. Mir noch einen. Ein Schluck macht noch nicht mutig. Ja, mich auch nicht. Gib noch mal her. Dazu gehört schon viel mehr Mut. Lass mich noch mal probieren, vielleicht schaffe ich's. Einer muss mehr trinken, dann ist er mutiger als die anderen. Willst du nun schlachten oder saufen? Ja, wenn du mich so direkt fragst, saufen. Dann bist du dran. Das Lud muss irgendwie zu schaffen sein. Man muss ganz einfach das richtige Maß finden. Sonst wird man wieder feige. Ja. Leb wohl. Sag doch auch mal was. Lea. Ich habe eine Idee. Ja, wann hast du denn Ideen? Wir ziehen Hölzchen. Einer von uns muss ins Dorf. Wieso? Den Leuten Schnaps besorgen. Oder ist einer von euch mutiger geworden? Keiner geht. Wer den Kürzeren sieht, schlachtet. Ja. Hätte Eulalia die Sache selbst gelöst. Eulalia! 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 Bist du recht? Eulalia! Ja, Mädchen, was gibt's denn? Du Opa, wie hast du das gemacht, wenn du mal mit einem Mädchen allein sein wolltest, das nie alleine war? Ich war damals ein gefragter Typ. Alle schönen Mädchen wollten mich, aber ich wollte nur die Oma. Und um mit Oma allein zu sein, da habe ich die anderen zu gleicher Zeit an die gleiche Stelle gelockt. Ach, so war das. Und ich konnte endlich der Oma einen Heiratsantrag machen. Und die anderen, die mussten sich nach etwas anderem umsehen. Dank dir. Aber Vorsicht, mein Kind, der Trick klappt nicht immer. Ach, ist ja der Spaß. Ein Pferd, der ist genial, der ist richtig los. Eulalia. Ach, ich bin ja so glücklich, dass ich dich endlich gefunden habe. Wir suchen die Ente. Ich habe dich gesucht, in meinen Träumen.
Bitte? Ist schon vorbei? Ich wollte zu dir kommen, aber ihr seid ja immer zu dritt. Ich habe solche Sehnsucht, ganz allein mit dir zu sein. Was? Mit mir? Aber ja, mein Liebster. Wir treffen uns morgen um 2 im Immengrund. Das... Hilfe, das Pferd hat ja keinen Kopf. Komm, gib mir deine Hand. Ich brauche einen Kopf. Eulalia, komm raus. Du bist umzingelt. Jeder Widerstand ist zwecklos. Ich habe solche Sehnsucht danach, endlich einmal ganz allein mit dir zu sein. Wir treffen uns morgen um 2 im Immengrund. Im Immengrund? Ich hab sie! Ich hab sie! Oh, du, ich hab dich beobachtet. Jetzt verstehe ich, warum du mich gefragt hast, wie es damals mit der Oma war. Wo hast du denn die beiden hinbestellt? Zum Immengrund. Das sehe ich mir an. Jetzt kämpfst du dich schon volle 10 Minuten. Was ist eigentlich los mit dir? Nichts, ich gehe ins Heidemuseum. Diese Gammelei, die macht mich verrückt. Ich will endlich mal ein bisschen Kultur atmen, mich an schönen Dingen erfreuen. Mhm. Dieser Stall hier, der fällt mir auf den Wecker. Du interessierst dich für Kultur? Allerdings! Oh, jetzt wird's aber höchste Zeit. Das Heidemuseum schließt heute früher. Ich gehe mal ins Dorf. Vielleicht ist Post da. Von wem denn? Von Anita. Die kennt doch deine Adresse gar nicht. Anita kriegt alles raus. So. Probleme? Unsinn. Nur weil Möpsen Budenkoller hat, muss ich doch nicht auch gleich durchdrehen. Also du. Tschüss, bis nachher. Ja, ich auch. Und wenn du jetzt Hanna zu mir sagst... Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dieses Biest hat uns geleimt. Und Norbert hat jetzt eine sturmfreie Bude. Was ist denn los? Wieso seid ihr denn schon zurück? Guten Tag. Guten Tag. Was machst du denn hier, Hanna? Berne Möpsin, ich meine, ich bin allein. Ich weiß, ich habe sie weggelockt. Aha. Das zeigt doch wieder genau, wie viel solche großen Vorsätze wert sind. Und welche Rolle soll ich spielen? Hm, vielleicht wollte ich nur mit dem Feuer spielen. Mit einem Feuer in der Heide? Mhm. Oh, es gibt Feuer, die kann man mit Wasser löschen. Es gibt aber auch Feuer. Da gießt man Öl in die Flammen, damit es besonders gut brennt, hä? Erstaunlich, was man aus einer so alten Scheune alles machen kann. Mhm. Die Früchte unserer Beschäftigungstherapie. Ah, und wer arbeitet, zündigt nicht. Wer arbeitet, braucht zwischendurch eine kleine Pause, meinst du? Hm, das meine ich. Darf ich dir behilflich sein, Gnädige Frau? Du wirst mich wohl vor einem Fehltritt bewahren. Wer weiß, wer weiß. Was sagst du dazu, wie diese aufdringliche Person den Doktor angesetzt? Der verteilt seinen Charme wie Medizin. In richtiger Dosierung. Wie romantisch es hier ist. Ja.
Wenn die Kur nur halb so gut anschlägt, wie ich meine Haushaltskenntnisse verdoppelt habe, bin ich für den Rest meines Lebens ein gesunder Mann. Ein Meisterwerk. Vorsicht, Vorsicht! Hier, meine Herren, ein Versöhnungstrunk. Durch Schaden wird man klug. Warum man diesen herrlichen Tag noch einen Umschlag tut? Damit ich es dir borgen kann, wenn du am Abend wieder deine Gänsehaut bekommst. Und darauf sagst du, die dritte Heilschnucke? Ja, Entschuldigung, aber das darauf muss man erst mal kommen. Ja, wer sich in der Heide nicht näher kommt, der hat selber Schuld. Was hältst du von der modernen Walla Walla? Einem großen Hut, einem Hirtenstab, sogenannter Heide-Look. Davon verstehe ich leider gar nicht. Meine Herrschaft, ja. Darf ich euch jetzt zu Tisch bitten? Bitte, gnädige Frau. Du gestattest, Doktor, ja? Bitte setzen Sie sich doch auf Dankeschön. Das Blümlein, Erika. Schau, wer sich in der Heide nicht näher kommt, ist selbst ein Heide. Sprich doch weiter, lieber Högen. Und wer versteht nicht den Sinn der Natur? Der alte Lötz hätte keine Ruhe im Grab, wenn er wüsste, was hier alles in der Heide los ist. Wer ist das Mädchen, die Blonde da drüben? Welche? Die Blonde da, in der Mitte. Ach, meinst du die, der Doktor gerade in die Taille greift? Die ist Heilgymnastikerin, glaube ich. Aber noch nicht lange da. Der Doktor hat einen unheimlichen Personalverschleiß. Wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Alles unverschmutzte Umwelt. Ich bin überzeugt, romantisch kommt wieder ganz groß in Mode. Ich zum Beispiel schwärme für Wasserfälle. Wenn es so hinunterplätschert, sehe ich vor mir, wie Männer anbetend auf die Knie fallen. Was du nicht sagst. Ja. Ich fliege nächste Woche zum Niagara. Oh. Ich liebe das Wasser. Ich besitze nämlich eine Weingroßhandlung. Ah. 70 Millionen Umsatz. Wenn du vielleicht Interesse, ich meine, wenn ich dich einhaben durfte. 70 Millionen? Ja. Wie romantisch. Oh, Lützos wilde Jagd. Sie steuern auf den Zug. Lümmels. Das haben wir uns gedacht. Das ist eine Unverschämtheit. Schickt uns zur gleichen Zeit an den gleichen Treffpunkt. Und dann ab mit dem Dritten. Das ist Taktik. Wer hat sich hier mit wem verabredet? Das solltet ihr beide doch wohl am besten wissen. Moment mal. Ihr habt euch was vorgenommen und ich hab mir was vorgenommen. Nämlich euch zu beweisen, dass gegen uns Mädchen kein Kraut gewachsen ist. Adieu, ihr Spinner. Was ist denn los? Ich reise ab. Sag mal, spinnst du? Tu doch nicht so scheinheilig. Meinst du, ich hätte nicht gesehen, wie du vorhin deine Sachen gepackt hast? Mensch, ich hab doch nur ein frisches Hemd gesucht. Ach, gib's doch zu, du hast auch die Nase voll. So ein Quatsch. Jetzt hört aber auf. Merkt ihr denn nicht, dass die Kleine uns gegeneinander ausgespielt hat? Ich hatte überhaupt keine Verabredung mit ihr. Sie kam hierher, weil sie wusste, dass ich allein bin. Und ihr, was tut ihr? Ihr dreht durch, weil sie euch in die Wüste Heide geschickt hat, Mensch. Ach, so ist das. Du, da sollt ihr gleich mal beweisen, wie stark wir sind. Natürlich, ihr Pappchinesen. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, dann erneuere ich unseren Schwur. Keine Flirts, kein Alkohol und Verzicht auf Zigaretten. Dann wollen wir doch mal sehen, ob uns so eine Dorfschöne außer Gefecht setzen kann. Mir geht die Puste aus. Lass uns mal eine Pause machen. Komm nicht in Frage. So ein Waldlauf ist das Beste gegen sündige Gelüste. Ich habe keine Gelüste mehr. Es ist untermunter. Erst jetzt auf die Währung. Alter! Was ist denn los? Wer sind Sie? Wir sind drei lustige Wandermönche. Wo kommen Sie her? Aus der Einsiedelei Nonnengrund. Wo wollen Sie hin? Wir sind auf dem Wege der Vollendung, der Selbstaufgabe und Askese. Halt! Die Ausweise! Hören Sie mal, wir machen Ferien hier in meinem Haus im Nonnengrund. Da gibt's kein Haus. Naja, es ist zwar kein richtiges Haus, sondern ein Stall, aber wir haben dort Stroh und außerdem also können wir... Also obdachlos! Ach, nein, Stroh! Die Namen, Adressen, ich werde alles ganz genau überprüfen lassen. Die werden wir uns vielleicht in der nächsten Woche anschauen. Bitte, bitte, aber die Niagara-Fälle sind ab dem Geister. Wenn wir diese Bücke nicht werden, freuen. Blöder Fetzen.
Bereit sind wir noch nicht. Ich hab keine Luft mehr. Möps! Da kommt er ja! Eine kranke Oma! Beeil dich, alte Oma! Tasche, du. Mach doch! Stopp! Schau dir das an! Dieser verfluchte Fummel war schuld, gerade als ich zum Endspurt ansetzen Moment, wollte. Moment, sowas wirft man nicht weg. Ja, wenn wir Fenster hätten, können wir Gardinen draus machen. Top, auf in den Kampf! Aki! Ole! 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 Toro! Aki! Toro! Ole! Und für diesen vergammelten Fetzen willst du Finderlohn verlangen? Wir sind doch ehrliche Finder. Vielleicht ist das ein altes Erbstück. Ursula, ich habe Sie zu mir gebeten, weil... Ach so, wenn ich ehrlich bin, habe ich sowas erwartet. Ursula, was ist eigentlich los? Sie machen zwar Ihre Arbeit, aber weichen mir aus. Ich glaube, Sie sind mit den Gedanken immer woanders. Sie wissen doch genau, wie viel hier zu tun ist. Soll ich die Probe aufs Exempel machen? Ich kann ja für heute Abend Ihren Gymnastikkurs streichen. Und wir beide gehen aus. Wir gehen in Hamburg bummeln. Wissen Sie, das finde ich sehr lieb von Ihnen, aber ich muss Ihnen einen Korb geben. Ich habe bereits was vor. Ursula, nun wollen wir doch mal Klartext reden. Ich nehme an, dass es irgendeinen anderen gibt und dass Sie Ihre Zeit für ihn reserviert halten. Tja, so ungefähr. Dabei habe ich ihn erst zweimal gesehen. Das finden Sie sicher ganz schön albern, nicht? Das dachte ich doch. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, welch lebendiges, ich möchte fast sagen, pralles Gegengewicht du doch bildest zu meiner wirren Wirtschaftswelt. Danke, aber ich habe ein Problem. Bei mir stimmen die flankierenden Maßnahmen nicht mehr. Oh, das tut mir aber leid. Ich würde mich natürlich glücklich schätzen, wenn ich dir unter die Flanken, unter die Arme greifen dürfte mit irgendeiner Maßnahme. Weißt du, mein Problem liegt woanders. Das Spezialpräparat von Dr. Felten gibt zwar die Energien und steigert ungeheuer das allgemeine Befinden auch im Erotischen. Das ist so interessant. Aber es bringt doch den gesamten Hormonhaushalt durcheinander. Und nun möchte ich wissen, wie ich das... Wer hat schon gern ungeordneten Haushalt? Entschuldigen Sie bitte. Gehört dieses Tuch jemand aus dem Sanatorium? Wir haben es in der Heide gefunden. Ja, ja, die Stola kenne ich. Die gehört Frau von Meltendorf. Genau. Bitte. Erster Stock, Zimmer 114. Dankeschön. Hurtig, hurtig. Gleich neben dem Allerheiligsten. Also, um auf die flankierenden Maßnahmen zurückzukommen. Sozusagen die große Liebe, ja? Ich hoffe es. Ursula, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass Sie mir als Mitarbeiterin ziemlich unersetzlich sind. Dr. Felten wird darüber hinwegkommen, aber ich... Ich nehme an, in einer Woche haben Sie eine bildhübsche neue. Ich glaube, dass es diesmal etwas tiefer sitzt. Ehrlich gesagt ist ein Leben ohne Sie inhaltlos. Aber selbstverständlich respektiere ich Ihre Entscheidung. Alkohol ist zwar verpönt in diesem Hause, aber in meinem Alter, da braucht man ab und zu schon mal einen Schluck aus der Pulle. Aber natürlich. Außerdem muss ich Ihnen doch einen kleinen Finderlohn einrichten. Aber, gnädige Frau, das ist wirklich nicht nötig. Doch. Auf unser Wohl. Sie werden mich doch nicht verraten. Das hier ist Herr Norbert. Das ist Ursula, der Glanzpunkt unseres Hauses. Das einzige natürliche Wesen in diesem sündhaft teuren Irrenhaus. Na, komm doch herein. Jetzt hat mir der Zufall meine Gänseliesel wiedergebracht. Hans im Glück. Ja, was wird denn hier gespielt? Wir sind uns in der Heide begegnet. Ja. Wenn ich euch so betrachte, dann scheint ja diese Begegnung einen tiefen Eindruck hinterlassen zu haben. Aber Sie sind doch nicht zu mir gekommen, um eine alte Reisebekanntschaft aufzufrischen. Ich wollte mich verabschieden. Ich gehe weg von hier. Um Himmels Willen, warum? Es hat sich plötzlich so ergeben. Kein Streit mit dem Chef, eben nur so. Und da ich noch 14 Tage Urlaub zu kriegen habe, da werde ich mich hier in der Heide irgendwo einmieten. Ich kann mir später eine neue Arbeit suchen. Jetzt spanne ich erst mal richtig aus. Ja, ich kenne da drei junge Männer, die in der Heide leben, die sicher froh wären, wenn ein weibliches Wesen ihr Haus in Ordnung brächte. Na,
Ja, der Vorschlag ist gut, aber die Sache hat einen Haken. Wir haben uns geschworen, keine Zigaretten, kein Alkohol und ach, auch... Ach, das passt großartig. Ursula raucht nicht und trinkt nicht. Ja, aber auch Mädchengeschichten sind verboten. Aber was denn? So ein Unsinn, so ein komisches Versprechen ist dazu da, dass man es bricht. Wie ihr das macht, ist eure Sache. Jede List ist erlaubt. Mensch, schon wieder ein Waldlauf. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ist das beste Mittel gegen die Versuchung. Och, bei allen hochprozentigen Heidegeistern. Du, das ist das Mädchen aus der Bimmelbahn. Meine lieben Freunde, das ist Ursula und das sind Bernie und Möps. Wir kennen uns eigentlich schon. Ja, ganz ja, recht, wir kennen uns schon. Ursula braucht unsere Hilfe. Warum, das erkläre ich euch später. Jedenfalls wird sie ein paar Tage hier bleiben. Du, Norbert, wir wollten gerade einen Waldlauf machen. Kommst du mit? Nein, mein Lieber, ich zeige jetzt unserem Gast das Haus. Stall. Jetzt ist sie da, die Versuchung. Sie wird sogar bei uns schlafen. Laufen wir. Ja, laufen wir. Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Drei Zwergen. Ist tausendmal schöner als ihr. Und sowas soll man nun wie ein Kumpel behandeln und als Leutrum betrachten. Ja, das sollt ihr. Aber vielleicht verliebt sie sich in einen von uns. Vielleicht in mich. Hm. Entsetzlich. Ganz egal. Wir werden sie wie eine große Schwester behandeln. Ist das klar? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr wohnt Hannah. Ja. Jetzt laufen wir mal ins Haus, damit sie sieht, wie wenig wir uns aus ihr machen. Oh, ja. Achtung! Ah, entschuldigen Mensch, sie. Meine Wäsche! Ach, also sag mal, könnt ihr mir vielleicht erzählen, warum ihr hier rumrennt, wie vom wilden Affen gebissen? Wo kommt ihr überhaupt her? Vom Nonngrund. Ach, denn seid ihr zwei von den Verrückten da oben, von denen Hannah mir erzählt hat? Wir sind doch nicht verrückt. Wir laufen doch nur Wald. Ja, Wald. Stopp! Hier geblieben. Sag mal, ihr habt meiner Tochter erzählt, kein Nikotin, kein Alkohol. Das ist ja ganz schön. Aber drei junge Kerls und kein Mädchen, na, das ist schon ein bisschen gediegen, ne? Wo ist der Dritte überhaupt? Na ja, der ist... Ja, der ist aha, der hat das Mädchen, was er gesucht hat, wohl schon gefunden und macht nicht mehr mit, ne? Recht hat er. Ja, ja, ja. Das ist nur vorübergehend, hat er gesagt. Sieht gar nicht so aus. Und auch gar nicht nach Notlage oder sowas. Das Schneewittchen hat einen Prinzen und zwei traurige Zwerge. Eigentlich müsst ihr nicht geschoren, sondern skalpiert werden. Wenn es unseren Mädchenkiller aber nun wirklich erwischt hat... Wir haben nur geschworen, keine Flirts. Richtig. Wir müssen abwarten. Entweder ist es seine große Liebe oder Kopf ab. Wir jedenfalls bleiben weiterhin anständig. Aus Mangel an Gelegenheit. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und darum soll ich euch... im Namen von Hannah ausrichten, dass heute Hochzeit ist. Was? Hannah heiratet? Nein, ihre Freundin. Und ihr sollt hinkommen. Außerdem ist morgen Fuchsjagd und Hannah ist der Fuchs. Opa sagt, es ist eine große Ehre. Also dann hinein ins Vergnügen. So, wir sind da. Ja, danke. Was macht das bitte? Macht 5 Mark. Okay.
Beim nächsten Haus um die Ecke. Ach, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Opa. Kannst du das Hemd denn nicht selbst zumachen? Mach du das mal, du kannst es ja, besser. Ja, Du schnürst mir ja die Kehle so. Ab. Oh. Herr Rhein? Guten Abend. Verzeihen Sie, im Gasthof drüben hat man mir gesagt, dass Sie hier Zimmer vermieten. Da kommen Sie aber denkbar ungelegen. Wir wollen doch gerade rüber zur Hochzeit. Ja. Dann entschuldigen Sie bitte. Ach, Moment mal, Augenblick. Ich hab doch noch gar nicht Nein gesagt. Na, kommen Sie mal rein. Setzen Sie sich. Danke. Die Fahrt war wohl sehr anstrengend, ne? Na, da wollen wir Sie doch gleich mal wieder so ein bisschen aufmöbeln, ne? Augenblick. Hier, zur Stärkung. Ein fein Clan. Oh, danke sehr. Wollen Sie hier Urlaub machen? Nein, nein. Ich habe nur was zu erledigen. Na. Ach, Sie wollten doch zur Hochzeit. Bitte lassen Sie sich nicht aufhalten durch mich. Wenn Sie mir vielleicht das Zimmer zeigen? Tja, ich habe mir so gedacht, wir nehmen Sie einfach mit zur Hochzeit. Das Zimmer richten wir dann später, ne? Ach, ich möchte lieber nicht. Na. Schlimm. Mhm. So schlimm, dass man nicht drüber reden kann. Mhm. Ja, ich meine, ich will hier wirklich nicht mich... Ich muss mich mit meinem Mann aussprechen. Er ist mit Freunden irgendwo in der Heide. Doch nicht etwa im Nonnengrund? Ja, ja, so heißt der Ort. Sagen Sie mal, sind Sie etwa mit einem dieser drei Jungs, dieser prächtigen jungen Männer verheiratet? Ja, das bin ich. Ach, kennen Sie vielleicht meinen Mann? Das ist so ein großer Blonder, sehr schlank. Aha. Ja, den kenne ich. Aber nur so weitläufig. Ich meine, so weitläufig. Geht einfach nicht mehr. Ja, das sagen Sie jetzt. Und später? Ich habe meinen Mann auch gehen lassen. Was, Sie? Tja, kam sich mir gegenüber immer so klein und unbedeutend vor. Ich bin hier nämlich die Hoferbin. Und ich habe ihm nie das Gefühl geben können, hier auch wirklich zu Hause zu sein. Das ist genauso wie bei uns. Bestimmt. Und darum muss ich auf etwas bestehen. Sie bekommen das Zimmer nur, wenn Sie jetzt mit uns auf die Hochzeit gehen. Bis heute bin ich noch nie von einer Hochzeit fortgelaufen. Ich habe mich immer gefreut, wenn es einen anderen erwischt hat. Und jetzt? Jetzt hat es mich selber erwischt. Wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber noch nicht zu spät. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ist ja mein Mann. Mhm. Das haben Sie gewusst. Ja, das habe ich gewusst. Darf ich Sie zum Tanz führen? Schön, mal los. Kommen Sie. Geh Sie schon. Anita, wieso bist du hier? Es kam eine polizeiliche Anfrage und dadurch wusste ich, wo du bist und bin zu dir gekommen. Na, nun trink mal nicht so viel. Du bist ja schon ganz blau. Ich trinke, weil ich Mut brauche. Das mache ich immer so. Mut? Zu was? Augenblick. Hi, Rose, ich liebe dich. Hey, was machst du denn da? Der Stock besoffen. Ach, das machen wir. Dann schläft er heute Nacht bei uns. Oh ja! Ein Vogelsang im Lindenbaum, ein süßes Lied, er sang. Rose weiß, Rose rot,
das Herz im Leib mir sprang, sprang vor Freude hin und her, als ob dein Lachen bei ihm wär, so süß es klang, so süß es klang. Rose weiß, Rose rot, wie süß ist doch dein Mund. Rose weiß, Rose rot, dein denk ich alle Stund bei Tag und Nacht, dass dein Mund mir zugelacht, dein roter Mund, dein roter Mund. Rose weiß, Rose rot, wie süß ist doch dein Mund. Rose weiß, Rose rot, dein denk ich alle Stund bei Tag und Nacht, dass dein Mund mir zugelacht, dein roter Mund, dein roter Mund. Wir fahren nach Hause. Es ist gekommen, wie ich gehofft habe. Sie hat den ersten Schritt getan. Zwischen uns ist alles wieder okay. Mensch, Kinder, ich freue mich für euch. Ich packe euch schon die Klamotten, dann hauen wir ab. Das war eine großartige Idee, allein wegzufahren. Jeder von uns hat gemerkt, dass er ohne den anderen nicht leben kann. Weißt du, wie sehr man jemanden liebt, das merkt man wohl erst, wenn man Angst haben muss, ihn zu verlieren. Du hast vollkommen recht. Ja, du wirst sehen, unsere Ehe wird wieder wie neu. Etwas wieder gut zu machen, dafür ist es nie zu spät. Du bist eine großartige Frau.
Weil ich hier auf Ursula warte. Die kommt nicht, die fährt weg. Sie sagt, ich soll dich grüßen, dich und deine Frau. Meine Frau? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe Ursula unterwegs getroffen. Ach du lieber Himmel, sie hat mich mit Anita gesehen. Und jetzt denkt sich, das darf doch nicht wahr sein. Das ist aber wahr. Stefan, du bist doch mein Freund. Ich bin zu schwer für das Pony. Reite rasch ins Dorf. Ursula darf auf keinen Fall abreißen. Ich will ihr alles erklären. Mach ich, Norbert. Halt! Halt doch mal an, Hanna! Halt, du! Ich brauch unbedingt dein Pferd. Ist was passiert? Ja, du, Ursula will abreißen. Komm, du, das ist wichtig. Ja, und die Fuchsjagd? Fuchsjagd ist jedes Jahr, aber verlieren tut man sich nur einmal. Also gut. Komm. Danke. Sie kann nur mit dem Bus fort. Reite nach Hahndorf. Er fährt die Schleife über Kotten und Sering. Okay. Und viel Glück! Ursula, ja? Norbert schickt mich. Du sollst nicht abreisen. Er wird dir alles erklären. Ich weiß nur nicht was. Das ist sehr lieb von dir, aber es ist besser, ich fahre. Aber Norbert kommt doch gleich. Also was ist? Bleibst du? Ich kann nicht. Das werden wir noch sehen. Oh. So. So ein schöner Tag. Ein Rad, ein Rad. Weiter mit deinen Schafen, ne? Wir kriegen zu viel Verspätung. Ja, ja, ich will ja. Aber die Viecher haben ihren eigenen Kopf. Mann, zurück! Zurück! Sind halt Schnupfen. Man kann auch Schafe sein. Das war doch Bernis Frau, nicht meine. Wirklich? Was machst du denn hier? Gar nicht so dumm.